aktuelle Sonderausstellung Karl Hagemeister, Die Natur ist groß, jahreszeitliche Impressionen, präsentiert hier im Potsdam Museum Ölgemälde, Pastelle und Zeichnung. Karl Hagemeister wurde 1848 in Werder an der Havel geboren und war zeitlebens mit der märkischen Landschaft verbunden. Ja, die wunderbaren großflächigen Wiesen, Wälder, ja, und auch die Havel, das war so sein Gebiet, wo er seine Motive suchte, um die in seine Landschaftsgemälde zu bringen. Und man kann sagen, diese brandenburgische, weitflächige Landschaft war sein Atelier. Er war nämlich ein Freilichtmaler. Und das macht es so besonders, weil ja, er war Wegbereiter der modernen Landschaftsmalerei um 1884 in Deutschland.